Hi Leute, Jago hier mit einer weiteren Folge von Darkwater. Wir haben die Oma dabei und müssen jetzt über diesen Berg irgendwie kommen. Ach, das kann ich nicht wegmachen. Okay, dann muss ich die Oma jetzt hier also rüberschmeißen. Ungefähr so. Dann bleibt die Oma da stehen. Dann können wir mit der Oma hier rüber gehen, weil die Stacheln nur rauskommen, wenn man springt. Und dann gehe ich jetzt kurz erkunden, bevor ich die Oma weiter mitnehme. Hier kommt man nämlich gut hoch. So, jetzt sind hier aber natürlich wieder Schleimis. Die müssen natürlich weg, bevor irgendwas anderes... Oh mein Gott. Passiert? Ach stimmt, das sind die da. Die hatte ich schon wieder vergessen. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist nicht gut. Das finde ich nicht okay. Hat der meine Oma getroffen? Oh mein Gott, macht der Schaden. So, jetzt macht er keinen Schaden mehr. Haja. Speichern. Dankeschön. Oma, ich komm. Oma da hoch, wir hinterher. Oma da hoch, wir hinterher. Let's go, Oma. Oma ist oben, es wird gespeichert. Oma muss wahrscheinlich darüber. Oh ja, das hatte ich befürchtet, dass sowas passiert. Also Oma darüber schmeißen. Hoffen, dass ich sie weit genug geschmissen habe. Ah, das ist natürlich ein Problem. Aber das kann ich trotzdem umgehen, sodass die Oma keinen Schaden kriegt. Oma bleibt mal hier stehen. So. Dann gucken wir hier mal runter. Hier brauche ich einen Stern, um reinzukommen. Ich habe vergessen, wie man das Spiel spielt. Shit. Hep. Hep. Okay. Easy. Nochmal speichern. Weil wir zumindest den Stern gefunden haben. Hier muss ich bestimmt jetzt mit der Oma gleich weiter. Ja, natürlich muss ich mit der Oma weiter. Was sollte ich denn noch sonst tun? Omchen! Rauf mit dir da! Höher, höher, immer höher. Okay, Oma ist drüben. Oma ist drüben. Gut. So, der Schalter aktiviert irgendwas. Da muss wahrscheinlich die Oma hin. Ne, dann schieße ich die Oma da. Wobei, ich schieße die Oma hier einfach hoch. Und hoffe, dass das reicht. Komm, Oma, hier in die Mitte. Danke. Wir hier rüber. Bleibt das jetzt aktiviert oder muss die... Ne, dann muss die Oma hier drüben bleiben. Dann muss ich die Oma hier rüber schießen, damit wir dann durch die Stacheln durchspringen können, während die Oma auf dem Schalter steht. Huch, ich hab doch gedrückt. Oh, Sniper. Americano Sniper. Die muss doch noch... Ach, das sind auch Stacheln. Oder das zählt auch als Stacheln. Wusste ich jetzt noch irgendwas? Wäre ich zumindest noch mal ein bisschen geheilt. Ich wollte voll geheilt sagen, aber das wäre eine Lüge. Und lügen darf man ja nicht, ne, Kinder? Das hat mir die Oma beigebracht. Ich hoffe, ihr wisst das auch alle. Jetzt müssen erstmal die Schleimeier hier weg. Nein! Ah, ich hab doch... Da war kein Checkpoint, goddammit! Okay. Volle Konzentration. Ich passe jetzt auf, dass ich nicht mehr sterbe. Und vor allem nicht an Sachen, die ich einfach vermeiden könnte. So, komm hier rauf, Oma. Und dann bleibst du da bitte stehen. Dankeschön. Wir gehen jetzt hier rein. Bringen die Schleime um. Und nichts kann uns passieren. Passet auf. So, die sind alle tot. Jetzt noch den da. Den habe ich getrippelt. Und das Gift lasse ich jetzt abklingen. Und dann kann ich da durchgehen und mich vielleicht auch heilen, weil da eventuell was zum Heilen liegen könnte. Tut es aber nicht, aber da ist ein Stern. Sterne heilen auch. Zumindest ein bisschen. Zumindest uns, weil wir das Richtige geskillt haben. Hier oben ist der unsichtbare Stern, der heilt uns nochmal. Auch wieder ein Ticken. Und damit hätten wir jetzt einen Stern und jetzt können wir mit der Oma zurückgehen. Bin mir sehr sicher, das soll so nicht sein. Nein, Oma! Oma! Ich habe Oma ermordet. Ich habe Oma nicht ermordet? Ich habe Oma ermordet. Okay, ich hätte schon gewundert. Hätte mich schon gewundert. Na gut. Na gut, ich konnte nicht mal speichern. Mist! Okay, Oma geht's nicht so gut, uns geht's nicht so gut, die Oma ist wieder in die Stacheln gefallen, aber wir sind jetzt zumindest wieder hier und ich habe einen Checkpoint aktiviert, das heißt, wir müssen da oben die Schleime nicht nochmal besiegen. Das ist schon mal gut. Das ist absolut nicht, wie es geplant ist, dass ich hier runterkomme, aber ich habe die Möglichkeit, also nutze ich sie aus, denn so einer bin ich. So, ich hätte vielleicht erst hier unten die Schleime umbringen sollen. Eventuell wäre das schlauer gewesen.
Aber jetzt muss ich damit leben, was ich getan habe. Und eventuell klappt es ja auch so. Sieht ehrlich gesagt ganz gut aus. Da liegt wieder was zum Heilen. Da muss ich nicht mit 2 HP rumlaufen. Ich wollte eigentlich übertreiben und oder untertreiben oder übertreiben mit den HP, die wir haben. Aber wir haben tatsächlich nur 2. So, Oma, das ist ja mal unsere leichteste Übung. Auf damit dir. Und wir schieben das Ding weg. So, ich wechsle auf meine Teleportationsphase. Du bleibst mal kurz hier, Oma. Ach du meine Güte. Oh je. Okay, wir aktivieren das. Und ich schau mal hier hoch. Ich wusste, da ist irgendwas. Jetzt habe ich aber leider wieder Schaden bekommen. Das heißt, wir haben im Prinzip habe ich nichts geheilt. Wunderbar. Aber ich habe einen versteckten Stern gefunden. Ich kann nicht springen. Ich bin einfach einfach nach unten gefallen und ersoffen. Okay, wenigstens habe ich jetzt wieder die Möglichkeit, mich zu heilen. Mithilfe des Sterns. Und dann haben wir ein paar HP. Ja, wir haben fast volle HP sogar. Ist ja ein Traum. Das ist ein Problem. Auf hier. Kurz Ausdauer regenerieren und Pfeile regenerieren. Und da liegen die ganzen Pfeile. Oh mein Gott. No. Ich will nicht sterben. Ach, Gott sei Dank. Okay, was haben wir hier? Oh mein Gott, sind das viele. Okay, wir schießen da einfach mal blind rein. Kann ja eigentlich keinen falschen treffen, nicht wahr? Aber das Problem ist, ich kann eventuell niemanden treffen. Wobei doch, ich treffe definitiv was, sonst wäre jetzt nichts gestorben. Muss ab und zu auf die Pfeile warten. Vielleicht da hinten so ein bisschen reinbrezen. Ja, das sah gut aus. Wieder auf die Pfeile warten und auf die Ausdauer warten, dass ich länger in der Luft stehen kann. Also für die Zeitlupenaktion da. Und dann machen wir das gleiche noch ein paar Mal weiter. Das sah gut aus. So. Viel sollte hier nicht mehr leben. Oh. Lebt doch noch einiges. Muss wieder warten, bis die Cooldown weg ist. Also quasi Cooldown. Die Regeneration der Pfeile nenne ich jetzt mal Cooldown, weil wir in der Zeit nicht angreifen können. Also ihr wisst schon, was ich meine. So, die Schleimis sind tot. Jetzt bleibt nur noch der da. Der ist auch tot. Da war noch ein Pflanzentier. Oh mein Gott, das macht alles so viel Schaden, ey. Holy Cannelloni. Das war gut. Guter Schaden. Leider habe ich auch sehr viel Schaden bekommen. Und das, obwohl ich die von oben weggecheatst habe. Also müssen wir überlegen, wenn ich da reingesprungen wäre, ich wäre einfach sofort zerfetzt worden. Ich sollte vielleicht doch nochmal bei der Oma umskillen und schauen, dass ich so viele Regenerationsmöglichkeiten habe, wie irgendwie möglich. Oh mein Gott, das ist schnell. Da ist ein Stern. Ach, auf der rechten Seite. Woher soll ich das wissen? Ah! Wenigstens war hier ein Checkpoint. Ach, der geht gar nicht so weit. Der geht aber so weit. Da sind jetzt die XP. Und da ist mein Safety. Okay, Sterne gesammelt. Oma müssen wir noch abholen. Irgendwann. Oh mein Gott. Was? Hä? Wie soll ich das machen? Kommt der auch durchspringen? Kommt der durchspringen? Der kommt nicht durchspringen, der fährt doch einfach da lang. Muss ich den deaktivieren? Wahrscheinlich, ne? So, ich glaube, da gräbt sich wieder was im Boden rum. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Kann ich den Goldhaufen so treffen? Nee. Da muss ich warten, bis er zuschlägt. Ich kann ihn trotzdem von oben schießen. Nee, ich kann den Goldhaufen tatsächlich treffen. Oh ja. Sieht eigentlich ganz okay aus vom Damage her. Jetzt müsste der gleich sterben. Jawohl. Alles cool, yo. Und da ist natürlich noch einer. Oh mein Gott, die Range! Die Range von seinem Tentakelarm. Zum Gruße, mein Freund. Peng. 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 Ja, irgendwann müsst ihr ja sterben. Ich hab Zeit. Oh mein Gott. Pfeile. Ich brauche mehr Pfeile. Meine Pfeilregeneration lässt zu wünschen übrig. Und uns fehlen immer noch 2 Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. So wie es momentan läuft, weiß ich nicht mal, ob ich das Spiel durchspielen kann. Hat ordentlich im Schwierigkeitsgrad zugelegt. Was etwas sehr Gutes ist, weil es war am Anfang halt echt popelig einfach.
Aber ich respektiere das, wenn die das jetzt schwerer machen. So, nochmal speichern, dass ich wenigstens die erste Welle schon mal geschafft habe. So, den Hä? Ah, nochmal Stacheln. Ich glaube das nicht. Woher soll man das denn wissen? Wenn man nicht drauf achtet, zumindest. Also, vielleicht hätte ich einfach drauf achten sollen. Vielleicht ist das der Trick. Sich nicht umbringen lassen wie so ein Schmuck. So, wieder keine Pfeile mehr. Das heißt, wir warten kurz ab. Wir schnitzen uns quasi neue Energiepfeile. So, da tut mir ja nichts, wenn ich hier oben drüber bin. Kann ich ihm einfach ein bisschen in den Kopf schießen. Aber so mache ich halt auch keinen Schaden. So mache ich eher Schaden. Ja, das sieht gut aus. Noch einmal, noch einmal. Yes, ist er tot. Ich weiß immer noch nicht, ob die Explosion, die wir geskillt haben, uns auch Schaden macht. Aber ich gehe mal fast davon aus. So, hier sind 1000 Gegner gewesen, aber tatsächlich kein Weg. Das heißt, ich muss hier unten rein. Und tatsächlich funktioniert tatsächlich mit Springen. Ah! Oh. Okay, ich habe verstanden. Ich muss schnell hintereinander springen. So, jetzt einmal durch. Okay, hier darf ich nicht springen. Oh, da bin ich in den Stacheln gesprungen. Das ist natürlich ein Problem. So, hoch mit dem Ding. Oder weg mit dem Ding. Einmal springen, zweimal springen. Teleportieren. Einmal springen, zweimal springen. Ja, damit springe ich aber zu hoch. Dann springe ich zu hoch. Weg mit dem Ding. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Ja, Mist, zu spät. Schwierig. Schwierig. Ah. Ich kann doch jetzt einfach cheesen, indem ich die da oben bringe und da unten Platz habe. Und dann springe ich einmal, dann fährt das Ding nach links und dann kann ich den Stern einfach nehmen. Also, relativ einfach nehmen. Ah! Oh! Jesus Christ, ist das Ding schnell, ey. Okay, wir haben es geschafft. Hoffentlich muss ich da nicht mit der Oma durch, weil das werde ich wahrscheinlich nicht überstehen, weder mental noch von der Geschicklichkeit her. Okay, das war ein äußerst einfacher Stern, vor allem wenn man bedenkt, was ich davor machen musste. Hier kann ich eine Wand wegschießen. Da muss wahrscheinlich die Oma durch. Das macht irgendwie Sinn, ja. Dafür brauche ich erstmal einen Heavy Pfeil. Und da ist er. So, jetzt könnte ich die Oma abholen. Aber ich meine... Wozu? Ich weiß ja noch gar nicht, wo ich lang muss. Wieder ganz kurz auf die Pfeile warten. In der Zeit regenerieren. Mit regenerieren meine ich natürlich trinken. Ich hab quasi Outgame regeneriert. Und, ist halt köstlich. Nee. Jetzt einmal springen. Und jetzt zweimal springen. Und jetzt da hoch. Und jetzt nochmal ein Stück höher. Und jetzt nochmal ein Stück höher. Und jetzt zu dem Skill. Nice. Neue Fähigkeit erlernt. Hier noch einen versteckten Stern gefunden. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen geheilt. Wir sind jetzt voll. Oh. Und einmal speichern gehen. So, dann schauen wir jetzt mal hier rein, ob hier irgendwas ist, was wir wollen. Aber ich meine, ich muss mal fest davon ausgehen. Das Ding bewegt sich permanent. Hier brauche ich die ganzen Sterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück brauche ich. Wir haben 5. Das heißt, einer fehlt uns noch. Mindestens. Und da wäre der Stern. Und ich habe den Stern. Das war nicht schwer. Ich weiß nicht, wo der letzte Stern ist, aber wir müssen jetzt so oder so die Oma erstmal abholen. Die Oma wartet am Bahnhof. Ich finde doch den Weg nicht hier nach Mannheim. Nein, ich wohne nicht in Mannheim. Ich werde jetzt mal einen anderen Ort sagen, wo ich wohne. Aber... Vielleicht könnte ja, weiß ich nicht, durch mein Unterbewusstsein triangulieren, wo ich eigentlich wohne. Was ist denn hier? Achso, ich muss hier oben lang. Wo habe ich denn die Oma eigentlich geparkt? War das hier? Nee. Ach, hier unten, genau. Oh mein Gott, so weit weg. Höher! Uiuiui, Omchen! Hoch mit dir! Okay, Oma-Checkpunkt Nummer 1. So, Oma da hochschießen. Ach, Kindchen!
Irgendwie bin ich ein bisschen melancholisch. Wieso das, Oma? Naja, unsere Reise nähert sich ja offensichtlich dem Ende. Sagst du was nicht, Oma? Na, es ist doch aber so. Sobald wir den großen Schallplattenspieler gefunden haben, werden wir wahrscheinlich beide oder einer von uns sterben. Oma, was sagst du da? Wenn es doch so ist, Kind, jetzt hör mir zu. Okay, Oma. Wenn es so sein sollte, dass wir getrennt werden und dass mir was passiert oder dass dir was passiert, ich werde nicht um dich trauern, okay? Ich will, dass du auch nicht um mich traust. Wir hatten ein großartiges Abenteuer und das werden wir für immer in Erinnerung behalten, ja? Oma, es macht mir Angst, was du sagst. Verspreche es mir! Starke Pfeile betäuben Feinde. Holy shit. Ist gut, aber ich habe keine Option, ich habe keine Dinger frei. Kann ich irgendwas rausnehmen? Mit die LP, drei Pfeile abfeuern. Ich glaube, das Stunnen ist besser als die drei Pfeile, wa? Erhöht Pfeil und LP. Ist schon gut. Ist schon gut. Lade den Pfeil. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Das kann ich rausnehmen. Starke Pfeile betäuben Feinde. Wir können jetzt nicht mehr gegen die Wand schießen, um Pfeile dann wieder einzusammeln. Die sind jetzt verloren. Verloren. Aber ich glaube, das ist trotzdem besser jetzt, so wie wir es jetzt haben. Ich weiß es nicht. So, hier muss doch genau. Hier muss das Ziel sein. Ich muss. Los geht's, Omi. Wir haben ein Level geschafft. Ich glaube nicht. Das hat wesentlich länger gedauert als alle anderen Level zuvor. Aber wenigstens war es cool. Es war cool. Level 33. Keine Beschreibung des Levels. Gut, Oma. Weiß der Bescheid? Du wartest hier. Oh, oh. Oh. Fernkampfschild. Get owned. So, die sind beide tot. Dann kann ich jetzt in Ruhe erstmal auf meine Pfeile theoretisch warten. Aber ich glaube, ich will von da oben gucken. Gut, da muss ich irgendwas wegsprengen. Da muss dann wahrscheinlich die Oma lang. Da ist eine Plattform. Hm? Ist wirklich eine Plattform drauf. Ist ja krass. Ist ja crazy. Ach, da ist unten dran auch eine Plattform. Das heißt, ich muss mich da lang teleportieren. Oha. Ich habe dreimal gedrückt. Ich schwöre zu Gott. Ich schwöre zu Gott. Ich spring jetzt mit. So. Okay, das ist nicht so schwer, wie es jetzt erstmal aussah. Ich kann nicht aktivieren bisher, aber ich kann die Schleime wegballern und stunnen und dann ummorden. Und dann kann ich mich hier setzen und rasten. Und wenn das Gift weg ist, kann ich sogar meine XP einsammeln, damit ich mal nicht die ganze Zeit Schaden kriege und sterbe. Ach Gott, damit. Sagt er ja und kriegt Schaden. Und was ist das? Dieses Mal habe ich dich gesehen. Ha. Komm schon. So, deine giftige Plörre kannst du behalten. Dann kann ich ja direkt nochmal speichern. Sehr schön. Okay, da oben komme ich nicht durch. Da unten komme ich nicht durch. Also oben komme ich vielleicht schon durch, aber ich will erstmal nach links. Weil ich davon ausgehen muss, dass die Oma hier ist. Mist. Verreck, 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 verreck. Ich habe keine Pfeile mehr. Kurz warten. So, jetzt aber. Gadim. So viele Unholde. Ich habe keine Pfeile. Oh je. Komm schon, regeneriere, regeneriere, regeneriere. Oh. Oh. Da wäre es fast um mich geschehen. Der steht einfach da drin. Crazy Dude. Kann ich den anschießen? Ja. Ich meine, wer hält mich auf? Au. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will nur noch 0 HP. Das sind auch schon wieder 20 Mages. Wieso werde ich denn von allem jetzt gezerrt? Ich will nicht so viele Gegner. Sind es weniger Gegner, wenn man auf niedrigerem Schwierigkeitsgrad spielt? Kann man hier stehen? Ja. Oh, oh. Also ob es weniger Gegner sind, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich konnte da stehen. Darauf war mein Ja bezogen. Aber ich schätze mal, es sind weniger Gegner, weil... Oder sie halten zumindest nicht so viel aus, dass man sie besser wegsprayen kann mit den Pfeilen. Ich weiß es nicht.
Oh, Health. Hm. Und noch ein Ei. Oh! Ha! Hm, giftige Plörre. Erinnert mich ein wenig an den Gatter aus Dark Souls 2. Der schlimmste Level, den ich je in einem Videospiel sehen durfte. Schrägstrich musste. Wobei, ich muss erstmal überlegen, ob das überhaupt stimmt. Ist das wirklich der schlimmste Level, den ich je spielen musste? Ich denke schon. Doch, ich denke schon, ja. Den Gatter dürft ihr euch so vorstellen, ihr seid in einem dunklen Gewölbe. Ihr seht nichts. Überall könnt ihr runterfallen. Wenn ihr runterfallt, seid ihr tot. Ihr lauft umher, versucht euch an dem bisschen Licht, was ihr habt, an der Fackel meistens, zu orientieren. Wenn ihr die Fackel anhabt, könnt ihr allerdings keinen Schild tragen, seid super verletzlich. Also wenn ihr ein Schildträger seid. Das heißt, ihr könnt auch nicht blocken, ja? Weil ihr ja die Fackel in der Hand habt, sonst seht ihr nichts. Aus der Dunkelheit schießen die ganze Zeit irgendwelche Statuen, giftige Plörre auf euch. Ich glaube, es ist sogar toxic. Nicht nur Gift, sondern das ist toxic. Bin mir gerade aber nicht mehr sicher. Und ihr könnt natürlich wirklich ausweichen, weil ihr ja nicht seht, von wo es kommt, weil es ist ja dunkel. Und mitten in dem Level gibt es überall Hängebrücken, auf denen Gegner sind, die ihr nicht wirklich ausweichen könnt, weil ihr keinen Platz habt und nichts seht, weil alles super eng ist. Und wie gesagt, ihr seht halt nichts, weil es ist dunkel. Und ihr könnt ja nicht blocken, weil ihr die Fackel anhabt. Es ist ein fabulöser Level. Das ist ein Traum. What the fuck? Nicht mal gesehen, dass der herkam. Die Oma ist sowas von tot, ey. Oma, du musst da weggehen! Ich kann die Oma nicht retten. Ich konnte die Oma nicht retten. Gut, naja. Oma? Geh mal da hoch. Ah, ich muss den... Ne, den Pfeil habe ich schon. So, stunnen. Und noch mehr stunnen. Und jetzt einfach mal reinballern. Jawohl, das sieht gut aus, sieht gut aus. Pfeile regenerieren. Den kurz schlagen lassen, weil dann ist er gestunt. Der ist tot, alles tot. Ich denke, wir sind Gucci. Allerdings bin ich mir fast sicher, dass da noch mehr Gegner kommen. Nein, tatsächlich nicht. Dann kann die Oma uns einfach immer hierher folgen. Und ich kann schon mal hier oben gucken, ob da noch irgendwas ist. Au! Wieso hat das getroffen? Wieso trifft das? Das ist doch Quatsch, ich war doch drunter. Oh mein Gott. Ich hab gedodged. Wow, bin ich krass. Richtig krasser Dude. Oh Gott. Absorbiert. Ich hatte gesehen, da drüben ist ein Skill. Aber wie komme ich da hin? Ich hab keinen Pfeil. Komm schon, regenerieren. Oh, natürlich jetzt. Gut, wir warten kurz auf die Pfeile, dann kann ich da mit einem Double Jump wahrscheinlich rüber. Und wenn nicht, dann sterbe ich halt. So ist es dann halt. Oma wird wahrscheinlich traurig sein, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, die kommt auch drüber weg. Hep! Hep! Au! Das ist ein Bäder. Hab's erreicht. Okay, hier komme ich jetzt also auch wieder raus. Ach, hätte ich mich die Decke entlang hangeln sollen? Wäre das der richtige Play gewesen? Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ah, ne. Damit kam ich rüber. Gut. Speichern. Gott sei Dank. Oma. Omer. Rauf da. Und dann stehen bleiben. Und hier ein bisschen an den Rand kommen. Und dann warten, bis ich fertig bin mit den Schleimen. So, der ist gestunt. Den kann ich wegsprayen, wenn ich ihn treffen würde. Meine kritischen Treffer sind auch nicht mehr das, was es mal waren. 1, 2, 3, 4. Einer fehlt noch. So, Oma, ich bete, dass ich dich nicht mitnehmen muss. Ich weiß nicht, ob dein Herz das überhaupt noch mitmacht, wenn wir hier lang gehen. Kritten, 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 mehr Damage. Jawohl. Tatsächlich mal gekrittelt bei denen. Die kriegen sehr viel Schaden, wenn sie... Oh boy.
wenn sie kritisch getroffen werden. So, das war kein Jump. Das war ein Double Jump. So, ich muss jetzt einmal springen und dann nochmal springen und jetzt mit Double Jump rüber. Und das war das Leichteste, was ich je machen konnte. Hep, hep, hep. Oh Gott! Speichern. Oma rüber. Hinterher. Tür aufmachen. Oma ein bisschen zur Seite parken. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder einen ganzen Haufen XP. Beinahe wieder Level up. So, hier einmal springen. Und ich schätze, ich will die Oma mitnehmen. Spam, 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 spam. Shit. Oma! Komm mir rüber. Okay. Oma, da ist ein Monster. Da musst du kurz warten. Das ist ein Problem. Schlüpfen die einfach? Die schlüpfen dann einfach, heißt sie. Oh mein Gott, sind das viele! Ich habe nicht genug Pfeile. Nein! Ah, das Pflanzenranken-Ding. Gott, Jesus Christ. Aber ich kann die Oma trotzdem mitnehmen. Ist trotzdem möglich und machbar. Einmal springen. Bam, 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 bam. So, Oma, komm mit. Wir müssen hier durch. Und dann muss ich hier einmal hüpfen. Ah, scheiße. Gott, Jesus Christ. Es ist so schwer. Das Spiel hat, wie gesagt, gut im Schwierigkeitsgrad noch zugenommen jetzt. Gegen Ende hin. Einmal springen. Oma mitnehmen. Hier durch. Weiter, 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 weiter. Oma da hoch. Ich da hoch. Oma parken. Oma sicher. Jetzt erstmal die Dinger weg, drüben wegballern. Weil sonst verliere ich. Automatisch. Lose on default. Ja, das ist jetzt auch nicht gut. Nein! God Jesus Christ! Ich schaffe es nicht. Ich schaffe das jetzt. Aber ich schaffe es nicht. Aber ich schaffe das jetzt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich. Ich habe mich hier hingestellt und habe einfach im hohen Bogen auf die Eier gefeuert. Dadurch habe ich eins zerstören können. Das andere ist trotzdem geschlüpft, weil ich nicht so viel Range hatte. Aber wir leben. Noch. Hier sind noch mehr Schleime. Wer weiß, was hier jetzt passiert. Das ist so ein Goldhammerschleim. Oder nenne ich die jetzt einfach? In der Mangelung eines anderen Namens, das Health. Hoffentlich bringe ich mich jetzt damit nicht um. Nein, ich habe überlebt. Ich konnte die Health nehmen, ohne zu sterben. Das ist gut. Und hier ist ein Checkpoint. Das ist doppelt gut. Jetzt kann ich die Oma holen. Oma, ich komme dich holen, Barbara. Hey, das ist doch so ein Film aus meiner Jugend. Zombies in the Woods. Nee, das ist Night of the Living Dead, Oma. Und der Film ist nicht aus deiner Jugend. Der ist aus deiner. Da warst du schon in Rente. Was soll das denn jetzt heißen? Das soll heißen, du bist alt, Oma. Also. Nicht, dass du Unrecht hättest, aber ein bisschen Respekt könntest du trotzdem schon haben. Ja, ja, Oma. Wie soll ich denn da durchkommen? Soll ich die Oma da durchschmeißen? Ich soll die Oma da durchschmeißen. Das ist ja crazy. Yeet! Hoffentlich hat das gereicht. Ich hab's zumindest gegen die Wand geschmissen. Das hat definitiv funktioniert, also kann ich mich nicht beschweren. So, Oma, Moment. Bleib mal hier stehen. Ich guck mal, ob die Luft rein ist. Nicht so wirklich. Ich weiß noch nicht, wo ich lang muss. Ich muss wahrscheinlich erstmal die Schleime da oben umbringen. Die Eier müssen weg, müssen weg. Die Eier müssen weg. Und wenn die Schleime daraus kommen, müssen die auch weg. Alles muss weg. Oh, vor allem die müssen weg. Oh. Level up. Ah. So, Oma, ich komme gleich nochmal zu dir. Ich brauche nochmal ein Skill-Up. Ja, ja, du kommst aber nur zu mir, wenn du was brauchst. Ach, jetzt, Oma. Please. Ich bitte dir. Muss ich jetzt hier weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Also muss ich rechts weiter. Aber wie komme ich rechts weiter? Ach so. Und so kann ich der Oma den Weg freimachen und dann muss ich jetzt die Oma nach mir hoch teleportieren. Jups.
Und dann die Oma hier hoch teleportieren. Jups. Und dann mich hoch bewegen. Und nochmal, ups. Nochmal speichern. Und wir haben noch einen neuen Skill bekommen. Erhöht den Angriff. Benötigt 6 Fähigkeitspunkte. Holy shit. Da bin ich dabei. Jetzt brauche ich noch 2 irgendwoher. Chance, doppelten Schaden zu machen. Naja, dann nehme ich lieber das, dass ich mehr Schaden mache insgesamt. Vielleicht funktioniert das besser als die doppelte Chance. Oder die Chance, doppelten Schaden zu machen. Oma, bist du bereit? Nee, gut. Und da hoch. Und Oma bleibt mal hier stehen. Da hinten ist ein Goldschleim. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, guck euch den Schaden an. Das ist aber lecker. Leckerer Schaden. Köstlich. Und schon wieder ein paar gute XP. Oma, du musst mal ganz kurz da oben geparkt werden. Immer muss ich geparkt werden. Ja, jetzt machen wir jetzt so ein Trara draus. Das ist eine notwendige Zität. Ach, schau doch mal, wie gut es jetzt geht. Und ohne, dass ich auf Kritz vertrauen muss. Erstmal den Schleimer da wegmachen. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwie den anderen Damage-Dingens rein. Dann habe ich beide Damage-Dinger drin. Vielleicht irgendwelche Quality-of-Life-Dinger wegmachen. Und wenn ich mehr Schaden mache, brauche ich nicht so viele Pfeile. Vielleicht kann ich die Regeneration dann rausnehmen zum Beispiel. Oh Gott, Gift. Also die Pfeilregeneration, die HP-Regeneration, die brauche ich trotzdem. Wie ihr gerade gesehen habt. Okay, weiß nicht, wo die... Wo der nächste Checkpoint ist. Oma ist auf jeden Fall hier. Hier ist noch was zum Heilen. Komm, Oma. Ich schmeiß dich, pass auf. Hui! Hui! Okay, hier ist eine Klippe, musste vorsichtig sein, Oma. Ja, ja! Hier ist ein Safe... ein Safe-Point. Ein... Janet-Dings. Hier ist ein Checkpoint. Also ich kann die Oma einfach da runterschmeißen. Das ist schon mal gut. Dann wollen wir doch genau das machen. Und zack. Speichern. Okay, hier links ist eine Mauer, die hochgeht, wenn ich springe. Ist nicht so schwer jetzt gewesen. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Oder nee. Doch nicht. Hahaha. Nice. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts lang. Und hier wird wahrscheinlich der Ausgang sein. Ja, Gott sei Dank. Button Level. Jesus Christ. Nein, nicht sterben. Hep. Und hep. Und hep, 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 hep. Yay! Wir haben 2 Level geschafft. Normalerweise schaffe ich, glaube ich, 3. Oder schaffe ich immer 2? Ich weiß es gar nicht. Monster, Schleime, Pfeile, Bogen, Oma? Fragezeichen. Schallplatte. Zum Schallplattenspieler bringen. Der ist hier drüben. Komm. Oma war übelst hyped, ihre alte Musik hören zu können. Allerdings machte sie das auch ein wenig traurig, weil sie fürchtete, dass ihre Enkelin ihre Gesangsstimme nicht wertzuschätzen wusste. Die Oma alleine? Wieso die Oma alleine? Ist ja spannend. Okay. Die Spannung muss ich leider aufrechterhalten, deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Dark Water Slime Invader. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jairo. Noch einmal vielen Dank fürs Zusehen und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann klickt auf den Liken und den Abonnieren-Button. Das hilft mir mit meinem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.